Es ist still im Saal, als Konferenzleiter Christoph Heusgen den Tod von Alexei Nawalny anspricht. We also mourn today Alexei Nawalny. Wir trauern heute um Alexei Nawalny. Er ist vor wenigen Minuten gestorben. Er war ein besonderer Mensch. A very special man. Eine Nachricht, die die Sicherheitskonferenz heute überschattet. Als NATO-Generalsekretär Stoltenberg im Konferenzhotel ankommt, sagt er: Ich bin sehr besorgt über die Berichte aus Russland, dass Alexei Nawalny tot ist. Alle Fakten müssen jetzt auf den Tisch. Und Russland hat wichtige Fragen zu beantworten. Es gibt nur eine Antwort auf diese Nachricht, nämlich die Geschlossenheit des Westens im Abwehrkampf der Ukraine. Das ist das stärkste Signal und das einzige Signal, was Wladimir Putin versteht. Die Unterstützung der Ukraine, ein weiteres Thema auf der Sicherheitskonferenz. In den USA hängt derzeit ein Hilfspaket im US-Kongress fest. Mit der US-Delegation werden dazu zahlreiche Gespräche geführt. Vizepräsidentin Harris wirbt in ihrer Rede für die Unterstützung der Ukraine. We will work to secure. Wir werden daran arbeiten, die entscheidenden Waffen und Ressourcen, die die Ukraine braucht, zu sichern. Wenn wir daran scheitern, wäre das ein Geschenk für Putin. Und weit darüber hinaus ist die NATO von zentraler Bedeutung für unsere globale Sicherheit. Eine klare Aussage, denn Amerikas Ex-Präsident Trump hatte erst kürzlich gedroht, NATO-Mitgliedern, die zu wenig für Verteidigung ausgäbe, werde man im Fall eines Angriffs nicht beistehen. Dem widerspricht Harris deutlich, ein Angriff auf ein NATO-Mitglied sei ein Angriff auf alle. Eben haben Sie den ersten Teil unseres Interviews mit Bundesaußenministerin Baerbock gesehen, das wir kurz vor der Sendung aus Zeitgründen aufgezeichnet haben. Im zweiten Teil habe ich Sie zum Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten befragt. Ich wollte wissen, ob sie Hoffnungen hat, dass die Nachricht vom Tod Nawalnys die US-Republikaner mobilisiert, die Ukraine doch weiter militärisch gegen Russland zu unterstützen. Ich hatte gerade ein Gespräch mit unterschiedlichen Senatoren und Gouverneuren, sowohl von den Republikanern und Demokraten. Und deswegen, ehrlichkeitshalber, muss man, glaube ich, schon schauen, dass insbesondere die innere Situation in Russland, bei uns in Europa, ja nicht nur in den letzten 2 Jahren, sondern auch in den Jahren davor große Aufmerksamkeit hatte. Auch die Situation von Alexei Nawalny, weil wir ja dichter dran sind, weil wir auch viele Beziehungen ja zur russischen Zivilbevölkerung, zu der Opposition in Russland hatten und wussten, wie brutal auch gegen demokratische Kräfte in Russland vorgegangen worden ist. Deswegen diese Nachricht, die erreicht natürlich auch die andere Seite des Transatlantik. Aber die Ukraine-Unterstützung aus meiner Sicht, da ist das Entscheidende, dass wir deutlich machen, die amerikanische Unterstützung ist nicht nur zentral für die Sicherheit in der Ukraine, für den Frieden in Europa, sondern natürlich auch für das transatlantische Bündnis, natürlich auch für die Amerikaner selber, weil der jetzige Tod von Nawalny noch einmal unterstreicht. Dieser Präsident macht vor nichts Halt. Er geht mit vollster, brutalster Gewalt sowohl innen als auch außen vor. Und deswegen, ja, war auch hier mein großes Werben, gemeinsam mit dem Bundeskanzler, der gerade in Washington war, auch hier auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz, dass es natürlich weiterhin auch die militärische Unterstützung der Amerikaner braucht. Der Senat ist da jetzt ja den ersten wichtigen Schritt gegangen. Jetzt hoffen wir, dass der weitere auch entsprechend kommt. Wie sähe sonst der Plan B aus und welche Rolle, welche Verantwortung müsste Deutschland übernehmen? Wir haben heute Morgen als Bundesregierung ja unsere Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine, mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin unterzeichnet, wo wir deutlich gemacht haben, wir werden die Ukraine unterstützen, solange sie uns braucht. Wichtig ist nicht nur militärisch, damit sie sich gegen diesen brutalen Terror verteidigen können, ihre Gesellschaft, Kinder, Familien, Frauen, alle Menschen schützen können, sondern auch wirtschaftlich. Natürlich zielt dieser Angriffskrieg auch darauf, dass
dass die Wirtschaft in der Ukraine zerstört wird. Deswegen sind auch die Investitionen nicht nur in die Stromversorgung, nicht nur, dass der Hafen von Odessa funktioniert, dass Getreide aus der Ukraine herauskommen kann, so wichtig, sondern ebenso der Wiederaufbau. Im Juni wird eine große Wiederaufbaukonferenz in Berlin stattfinden, wo wir deutlich machen, die Sicherheitszusagen, die gelten für alle Bereiche des Lebens. Und da sind die Amerikaner ein extrem wichtiger Bestandteil. Die jetzige Regierung tut alles dafür, dass das weiter so funktionieren wird. Und so wie wir unterstützt wurden zu Beginn dieses brutalen Krieges, dass wir unsere Sicherheitszusagen entsprechend auf den Weg bringen, so hoffen wir jetzt auch, die Amerikaner dabei zu unterstützen, dass sie ähnlich ihre großen Unterstützungsmaßnahmen auch in den nächsten Jahren fortführen. Frau Baerbock, noch ganz kurz zum zweiten Schwerpunkt dieser Sicherheitskonferenz, dem Krieg im Nahen Osten. Sie kommen gerade aus Israel zurück, wo Sie gefordert haben, dass die Menschen im Gazastreifen in Sicherheit gebracht werden müssen. Wie wollen Sie Israel dazu bewegen? Indem wir gemeinsam auch mit unseren internationalen Partnern, insbesondere wieder den Amerikanern, gegenüber der israelischen Regierung deutlich machen. Natürlich habt ihr wie jedes Land auf der Welt ein Recht, euch zu verteidigen. Aber gerade um eure eigene Bevölkerung zu schützen, gerade um dafür zu sorgen, dass Israel in Zukunft nie wieder so einem brutalen Terror ausgesetzt ist, da reicht es eben nicht, militärisch gegen eine Terrororganisation, die Hamas ja auf brutalste Art und Weise gezeigt hat, was für eine Terrororganisation sie ist, am 7. Oktober militärisch vorzugehen, sondern es bedeutet auch, dass die eigene Sicherheit Israels eng damit zusammenhängt, dass Palästinenser in Sicherheit und in Freiheit leben können. Ich habe vor Ort noch mal deutlich gemacht, 17.000 Kinder nach UN-Angaben geschätzt, jetzt durch die letzten Monate ohne Eltern, wenn man sich das einmal vorstellt, nicht nur was das für die eigenen Kinder bedeutet, sondern was das natürlich auch für Terroristen bedeutet, diese Situation von Kindern auszunutzen. Deswegen hat die humanitäre Situation eng was auch mit der Sicherheit Israels zu tun. Und deswegen werbe ich hier so, werben wir hier gemeinsam mit so vielen Akteuren dafür, dass wir zu einer humanitären Feuerpause kommen, indem endlich die über 100 Geiseln aus den Händen der Hamas freikommen. Auch da Kinder nach wie vor drunter, deutsche Staatsangehörige. Und zugleich die humanitäre Versorgung für die rund 2 Millionen Menschen in Gaza deutlich, deutlich erhöht werden kann. In manchen Regionen haben die Menschen seit Tagen, seit Wochen kein Wasser, keine medizinische Versorgung, keine Lebensmittel. Viel Erfolg für diese Gespräche und herzlichen Dank für das Gespräch. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war das.